Hallo meine lieben Irren und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Pokédex Battles, wo Mo versucht, Geld für den guten Zweck zu erspielen. Heute gibt es zwei weitere Pokémon für ihn zu erraten. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann... Was? Du hast gesagt zwei. Habe ich gerade zwei gesagt? Also, außer ich habe mich verhört, aber mir kamen gerade zwei durch. Ich meine fünf. Ja, da kann ich nur 6 Euro, wie 30 Euro 10 Pokémon, das heißt, ich kann nur 6 Euro gewinnen. Nice. Nein, aber natürlich kannst du noch weitere 5 Pokémon erraten und für jedes Mon, das du errätst, werden weitere 3 Euro gespendet. Also streng dich an. Und wie gesagt, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann schaut da gerne rein. Die ist auch unten nochmal verlinkt. Und vor allem schaut bei Mo vorbei. Da gibt es Streams und Videos und alles, was das Herz bereitet. Was man will. Manchmal auch mit Molly. Manchmal sind wir Pinguine. Ja. Und machen geile Haze. Ja. Aber ja, ich würde sagen, wir fühlen uns beide bereit. Dann streng dich an. Oh ja. Denn du kriegst jetzt Pokémon-Eintrag Nummer 1. Es ist so berühmt für seine Intelligenz, dass sich vielerorts das Sprichwort nicht verzagen, fragen durchgesetzt hat. Ich habe diesen Dexter-Dart noch nie gelesen. Muss ich jetzt nur sagen, aber berühmt für seine Intelligenz. Mhm. Das ist halt, ne, Pokémon, die einem sofort in den Sinn kommen. Simsala. Mhm. Rasho King. Mhm. Das sind die ersten zwei, die mir einfallen. Natürlich, also viele Psycho-Pokémon generell. Also ich würde jetzt auch erstmal auf Psycho-Pokémon so ein bisschen runterbrechen. Man kann schon sagen, dass die meisten Psycho-Pokémon eher als intelligent zählen, ja. Ja, nee, Lamus nicht. Doch. Sehr schlau. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, nicht verzagen, Hypno-Fragen ist vielleicht auch nicht so einfach. Hä, ist voll ein guter Spruch. Bisschen schwierig vielleicht. Geist-Pokémon werden vielleicht auch noch in Frage kommen. Hm. Also so Geist, Psycho, Unlicht wären so die typische, drei Typen, mystische Ebene, wo ich sagen, ich. Wo man sagen würde, ja, die sind wahrscheinlich tendenziell eher vielleicht intelligenter, oder könnte man das eher noch zurechnen. Willst du jetzt was sagen? Jetzt, Kampf-Pokémon sind nicht intelligent? Ist das jetzt Type-Shaming hier? Nein. Aber ich sage, dass das hier die Typen sind, wo man sagen könnte, weil Geist und Licht eher so ein bisschen verschlagener sind, als jetzt wirklich diese so... Ja. Ja, aber verschlagen ist auch so ein Trait, der eher mit Intelligenz eingeht, tatsächlich. Ja, deswegen, also das geht so in die gleiche Richtung irgendwie. Also das musst du ja, wenn du verschlagen bist und das deine Vorteile auszuspielen sind, sinnvoll, ja, musst genau, du ja auch intelligent genau. sein in irgendeiner Form. Aber wenn du jetzt sagst, ne, du willst einen guten Rat haben, dann fragst du vielleicht nicht nur nicht Pokémon. Dass man so sagt, kill every last one of them oder sowas, das ist vielleicht jetzt nicht so die beste... Nicht so der beste Ansatz. Sowieso ja. Die Frage, wenn man jetzt sagt, fragt das Pokémon, muss ja auch sprechen. Theoretisch. Was vielleicht telepathisch eher noch mal drin ist, aber ich glaube, das ist ein Sprichwort, deswegen darf man es nicht so wirklich nehmen. Ich würde, glaube ich, einfach sagen, okay, Simsala oder Rasho King wären jetzt meine beiden Calls. Mhm. Und irgendwie fühle ich gerade Rasho King mehr als Simsala. Aber deswegen sage ich jetzt einfach Rasho King, aber es kann auch, ne? Schauen wir weiter. Sagst Rasho King? Mhm. Hast du einen Rasho King schon mal sprechen hören? Hast du Simsala schon mal sprechen hören? Telepathie, habe ich ja gesagt. Mhm. Rasho King? Ist tatsächlich richtig. Echt? Auch wenn ich den Spruch ein bisschen zu lang finde mit nicht verzagen Rasho King fragen. Ja, das ist tatsächlich was ich auch überlegt habe. Aber Simsala ist das gleiche Problem. aber ich sag, es geht noch klar. Und ich sag, mit den anderen Einträgen hätte man es auch ganz gut erraten können. Und zwar, in seinem Kopf kommen ihm ständig große Ideen, die die Welt verändern könnten. Leider vergisst es sie jedoch viel zu schnell wieder. Was ja generell so ein Lamus- und Rasho King-Trade ist. Wegen, sobald Rasho King ja zum Beispiel die Connection zu Mushas verliert, wird es ja vergisst er alles. Das ist ja dann einfach wieder ein Fleckmann. Das entwickelt sich ja zurück dann. Und ich finde es auch so lustig, je mehr Gift es quasi durch das Mushas injiziert bekommt, desto intelligenter wird es. Warum kriege ich das nicht? Mehr Gift für meinen Kopf. Wo gibt das Muschas aus der Sprit? Den dritten habe ich aber schon mal gehört, den dritten Eintrag. Okay. Das mit dem Quizduell, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Das genau, das fand ich ganz lustig eigentlich mit der Kombi. Komandutan wäre auch ein guter Call gewesen, ja doch. Stimmt. Das würde ich auch noch sehen, ja. Also als Pokémon jetzt, aber das, weiß ich nicht, ich muss an Rasho King denken instant. Sumsala, das sind halt die beiden, wo man weiß, die haben hohe Intelligenz, aber ja. Na gut. Der war... Das Meeres hätte es verraten wegen Wasser. Ja, das stimmt. Da wäre also die Connection schon eher hin. Sehr starke Tendenz. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel, wo ich hindenken würde.
mit mehr und vergesslich und weiß nicht. Mit vergesslich alles so. Schwierig. Ohne vergesslich hätte man vielleicht noch sagen können, so Lugia oder genau, aber dieses Richtung, vergesslich aber ist schon sehr so ja, Fleckmon Lamos, Last of King Trade. Na gut, dann würde ich sagen, Nummer 7 und Eintrag Nummer 1. Es verweilt auf weitläufigen Wiesen und beobachtet den Lauf der Sonne. Dynamische Trittangriffe sind sein Spezialgebiet. Weitläufige Wiesen, also Wiese, Sonne, Trittangriffe. Ja. Das Spezialgebiet sehe ich hier gerade. Das was? In der Frage steht Spezialgebiet. Ich denke, das ist der Tippfehler. Oh ja, stimmt. Hey, warte mal. Aber ich habe das 1:1 übernommen. Das ist ein Tippfehler von der Seite. Okay, cool. Das fällt mir nur gerade auf. Das ja. ist Spezialgebiet. gut, Trittangriffe. Okay, wenn ich jetzt die Kombination Wiese und Trittangriffe nehme, muss ich an Froyal denken. Das ist der erste Gedanke, weil, ne, Pokémon, das sich mit Stampfer entwickelt, kann man, glaube ich, also großer Froyal-Fan hier, muss man einfach sagen. aber ja, wäre so mein erster Gedanke. Überleg gerade, was noch in die Richtung gehen könnte. Lauf der Sonne würde zu einer Pflanze auch irgendwie passen, weil ja eine Pflanze durch Photosynthese und Co. ja in einem gewissen Maße darauf angewiesen ist, vielleicht auch. Weitläufige Wiese. Was geht denn sonst noch? Ich meine, ansonsten andere Pokémon mit Trittangriff, Meditalis würde mir einfallen. Mir würde einfallen Kikli, logischerweise, ne? Lopunny. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das auf einer Wiese chillt irgendwo. Und vielleicht ein bisschen sich in der Sonne sonnt und dann auch logischerweise als Ergebnis den Lauf der Sonne betrachtet. Ja. Logok, aber das sehe ich jetzt eher nicht auf einer weitläufigen Wiese. Hat aber wieder eine Connection zur Sonne mit Feuer-Pokémon, aber das wäre da wäre was mit Feuer mit drin, glaube ich. Deswegen würde ich jetzt mal mit meinem ersten Call gehen und würde sagen Froyal. Okay, du sagst Froyal und Froyal ist falsch. Okay, das ist in Ordnung. Ne? Aber okay, also wir haben ja noch zwei weitere Möglichkeiten, ne? Ja. Und eine offenbaren wir jetzt mal mit... Sie haben die Angewohnheit, sich einmal im Jahr zu einer bestimmten Zeit wie aus dem Nichts zu versammeln und in einem Kreis aufzustellen. einmal im Jahr zu einer bestimmten Zeit. Da kann ich jetzt irgendwie wenig Informationen für mich rausziehen, wenn ich ehrlich bin. Ist auch wirklich nicht. Ist auch nicht viel aussagend. Ich überleg gerade Kreis, ne? Muss halt an Pipi denken, ne, mit ihrem Mondbergtanz, aber das hat ja damit dann gar nichts zu tun. Das gute Pipi mit den starken seinen Beinen und Drittangriff. Ja. Gott. Oberschenkelmuskeln. Das ist einfach nur so ein Pulli, so ein dicker, den die alle haben. Zitronen, Gott. So richtig lange Beine. Ich sehe mir das schon so lustig im Schnitt vorne. Ja, ja, wunderbar. Okay. Was hat denn noch. Also, ich gehe gerade noch. Fällt mir noch was ein, was richtig so. Aber warum sollten die sich zu einer bestimmten Jahreszeit im Kreis versammeln? Was könnte das für einen Hintergrund haben? Ne? Das heißt, keine Ahnung. Bestimmte Jahreszeit, ne? Da denkt man vielleicht nochmal irgendwie. Wenn man so einfach an Ansammlungen nachdenkt, ne, jetzt kommt mir Wolbeat und sowas in den Kopf, das haben keine Beine, die in dir irgendwie da reinpassen würden. Das sieht bei Pipi auch nicht einmal im Jahr, sondern einmal im Monat, glaube ich, oder immer bei Vollmond oder sowas war das doch. Glaube ich schon, Mondphasen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, Lopunny könnte es halt immer noch sein, also so Paarungszeit oder sowas. Oder zu Ostern hier, Osterhase, wunderbar. War das auch mit drin. Und dann verteilen sie Eier im Kreis. Ich weiß es ja nicht. Geben Sie mir eine Antwort. Kurz überlegen, gib mir noch kurz eine Sekunde. Ich glaube, ich komme jetzt auch gerade auf nichts anderes mit der Information. Ich sage einfach Schlappohr. Es ist nicht Schlappohr. Okay. Aber die Schlappohr würde als Schlappohr gelten, oder? Hä? Mega Schlapper würde als Schlapper gehen, ja. Oder? Okay. Also ich habe keine Mega-Einträge oder so dazu gepackt. Okay. Wollte nur fragen. Aber ich sag, also von dem, wie du es erklärt hast, hat es auch Sinn gemacht. Aber jetzt kommt der dritte Eintrag.
Sein Körper setzt sich aus Steinen zusammen, die mit dem Grundgestein einer weit von seinem Lebensraum entfernten Gegend identisch sind. Dynamische Trittangriffe und ein Körper aus Steinen. Mhm. Ah, ja, doch. Humanoid, oder? Ich sag, also ich lass mich kurz noch überlegen, das ist nicht meine finale Antwort. Ich erkläre nur kurz, wie mein Gedankengang ist. Okay. Pokémon, die aus Steinen zusammengesetzt sind, sind nicht so mega viele. Also es gibt sie schon, aber so Kleinsteine, ne? Es ist eher ein Stein als eine Zusammensetzung aus Steinen. Also, weiß ich jetzt nicht so ganz. Dann würde mir Regirock ist eine Zusammensetzung, aber der hat halt große Arme, ne? Der hat ja keine Beine. Aha. Hier Stonejourer, also Humanoid, der hat richtig lange Beine, besteht aus mehreren Steinen und das gibt irgendwie Sinn mit dem in einem Kreis aufstellen wegen Stonehenge. Das würde voll Sinn ergeben in dem Kontext. Warum man das nur einmal im Jahr macht, weiß ich nicht. Ist so der Stonehenge-Feiertag und man stellt sich einfach im Kreis auf und sagt, Pudi, cool, dass du da bist. Aber die haben halt große Beine, die bestehen aus Steinen und die stellen sich im Kreis auf. Und es gibt also mit der Reference aus Stonehenge, gibt das Sinn, ich sag Humanoid. Auch wenn es vielleicht falsch ist. Okay. Humanoid sagst du also? Den Namen also das Ding mit den, du weißt, was ich meine. Einfach. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? Ich weiß, was du meinst. Und es ist auch richtig tatsächlich. Ja, Humanoid ist richtig. Ich glaube, ich hätte schon beim Kreis irgendwie draufgeschlossen. Einfach nur, weil dieses Stonehenge-Ding kommt. Warum das aber einmal zu einer bestimmten Zeit ist im Jahr, ich weiß auch nicht. Also, vielleicht gibt es da irgendeinen Grund auch vom Stonehenge selber. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Feiertag tatsächlich. Das weiß man ja nicht. Sein. Aber es kann sein, dass es halt irgendwie so einen kulturtechnisch bedingten Tag gibt, wo das dann irgendwie zelebriert wird. Aber, also, Wiese, Sonne, Tritte und Kreisansammlung hätte ich jetzt nicht auf Humanoid geschlossen alleine. Ich habe auch nicht an Humanoid gedacht, bis du gesagt hast, Körper aus Steinen. Ja. Das ist legitim, das war der Punkt, der den Groschen hat fallen lassen. Deswegen meinte ich ja von wegen so, der dritte Eintrag, der macht die Wendung. Ja. Dann bist du ganz weg von den ganzen schlanken, beintretenden, weiblichen Charakteren. Ja, Kikli sind nicht zwingend weiblich, aber... Ah ja, gut. Der Gedanke ist halt legitim einfach, also... Ich hätte halt bei dynamisch nicht an Steine gedacht. Das ist halt einfach so. Das ist halt, das für mich so widersprüchlich. Deswegen habe ich in die Richtung gar nicht gedacht. Und ich habe jetzt auch kurz überlegen müssen, was hinkommt, weil mir kam erst Regirock in den Kopf und ich war so, nein, der hat keine großen Beine. Das auf keinen Fall. Aber gut, ein weiterer richtig. Und mal hoffen, dass das auch so bleibt. Denn jetzt kriegst du vom achten Pokémon den ersten Eintrag. Es baut an dunklen Orten Labyrinthe. Wird es von jemandem entdeckt, gräbt es mit seinem Schwanz ein Loch und versucht so zu entkommen. An dunklen Orten Labyrinthe. Nicht an Hess. Es gräbt mit seinem Schwanz ein Loch und versucht zu entkommen. Okay, was lebt denn in so dunklen Höhlen? Ich habe gerade einen ersten Gedanken, vor allem wenn du sagst, so ein Bohrer am Schweif, ne? Sowas in der Richtung. Kommt mir irgendwie Dummiesel als allererstes in den Kopf. Mhm. Das findet man ja auch in der zweiten Generation in der Dunkelhöhle, glaube ich, direkt am Anfang. Es würde so reinpassen. Wie es jetzt Labyrinthe baut, ist mir, weiß ich nicht, aber... was gräbt der noch mit seinem Schweif ein Loch? Dickda macht das ja nicht mit seinem Schweif. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke nicht. Weil das ist ja ein Maulwurf. Genauso Rotomwurf. Das macht das ja mit seinen Händen offensichtlich. Mhm. Oder Stalobor. Was gibt's denn noch für Pokémon, die mit ihrem Schweif ein Loch bohren würden? Fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein. Und irgendwie passt das auch zu dem, was ich mir vorstellen könnte, was mit Dummiesel zu tun hat. Also ich hoffe mal, dass es jetzt nicht die Weiterentwicklung von Dummiesel ist. deren Name ich schwer vergessen. Dummiesler oder so in der Richtung, keine Ahnung. Dummiesler? Nein, Dummiesler. Mit R. Dummiesler wäre auch lustig. Ich hab verstanden. Der Dummiesler. Kommt aus Russland. Level up in Russland. Perfekt. Ich denke, ich würde mit Dummiesel einfach mal gehen. Willst du mit Dummiesel gehen? Ja. Das ist richtig, tatsächlich.
Es ist Dummiesel. Ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, dumme Miesel zu nehmen, aber dann hat man erst noch so wenige Einträge. Ach, dumme Miesel heißt der. Der heißt einfach nur dumme Miesel. Also einfach Mie dazu. Was Sinn ergibt, weil er einfach mehr Mittelteile hat. Ja. Du bist jetzt die Mittelteile des Namens. Toll. Das ist immer noch eine der wohl besten Entwicklungsreihen, die es einfach gibt. Weil jahrelang wurde so hier Fanarts, wie es sich entwickeln könnte und so, oh, das schlummert so Potenzial drin. Und Game Freak denkt sich so, boah, wir machen es einfach um den Körper länger. Und der ist ja noch nicht mal so bad, ne? Aber es ist halt einfach so, es ist halt so lustig, dieser Joke. Ja. Aber ja, es ist Dummiesel. Ich kann auch gerne nochmal die weiteren Einträge vorlesen. Und zwar, mit Hilfe seines Schweifes gräbt es sich in die Erde und baut ein labyrinthartiges Nest. Seine Flügel ermöglicht es ihm, ein klein wenig zu fliegen. Da hätte ich mir am ehesten gedacht, dass du wahrscheinlich schon drauf kommst. Ja. Und erblickt es einen Menschen, bohrt es mit seinem Schweif ein Loch und ergreift sofort die Flucht. Man braucht viel Glück, um ihm zu begegnen. Ja, ich könnte den ersten Eintrag aber schon sehr viel sagen, tatsächlich. Weil mir fallen nicht so viele Pokémon ein, die einen Bohrerschweif haben im Prinzip. Ich dachte tatsächlich auch, es wäre irgendwie schwerer, aber im Nachhinein dachte ich mir so, okay, ja. Dunkle Orte, es hat so die Dunkelhöhle, ist halt so der erste dunkle Ort, den man, der, also gute Felsen und so, aber jetzt ganz Early Game, weiß ich, dass du Dummiesel findest in Goldsilber und den Remake, also in Johto. Ja. Bohrerschweif hat gepasst und eher so scheu und nicht so. Nicht irgendwie aggressiv in irgendeiner Form. Das passt zu Dummiesel alles, deswegen so. Okay. Dann wird es Zeit für Pokémon Nummer 9. Immer wenn auf etwas Neues stößt, jagt es einen Elektroschock hindurch. Wenn du eine verkohlte Beere findest, hat dieses Pokémon seine elektrische Ladung falsch eingesetzt. Immer wenn auf etwas Neues stößt. Okay. Elektroschock. Das klingt mir jetzt allererst, dass der Gedanke ist halt irgendwie so ein Pikachu-Klon. Also irgendein Elektronager. Mhm. Weil, ne, hast ein Elektro-Pokémon und es sucht nach Beeren. Ja. Also, ja, speziell jetzt halt hier, ne. Da gibt's jetzt natürlich eine gewisse Auswahl an Elektronagern. Generell elektroschockfähige Sachen. Ja, aber ich würde halt Nager sagen, weil mit so Beeren, ne, würde jetzt irgendwie passen, keine Ahnung. Irgendwas, was seine Ladung auch falsch einschätzt, also vielleicht. Es würde mir jetzt zum Beispiel Pichu einfallen, was ja tendenziell dafür bekannt ist, dass es sich teilweise auch selbst verletzt mit seinen elektrischen Ladungen in Smash. Pachirisu würde mir noch ganz gut einfallen in die Richtung. Das ja auch in die Richtung geht, gerade wenn man so Anime im Kopf hat noch. Was gibt es noch für Elektronager? Plusulminun. Da ist normalerweise irgendwie immer was im Gegensatz dazu mit drin. Pikachu, Raichu sind, glaube ich, schon drüber hinaus. Ganz haben wir Gen 3, Gen 4 war Pachirisu, Gen 5 war Emolga. Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt weniger. Den würde ich wieder eher sehen in der Richtung, aber glaube ich auch nicht. Gen 7 ist Togedemaru und Gen 8 ist. Ne, Gen 8 Nager nochmal gewesen. Ich wollte gerade. Morpeko. Stimmt, Morpeko. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, da ist eher was mit diesen verschiedenen Formen, dieser Hungerform. Aber das würde auch passen mit den Beeren, muss man jetzt auch sagen, ne? Und halt dann logischerweise Pamo und die Entwicklungsreihen. Pamo. Aber. Pamo. Aber ich glaube, ich würde an der Stelle mal mit Pachirisu gehen. Okay. Und Pachirisu ist falsch. Okay. Also Eintrag Nummer 2. Er streckt seinen Schwanz nach oben, um seine Umgebung zu prüfen. Häufig fährt ein Blitz hinein. Okay. Das ist, bleibt bei meiner Theorie bestehen. Dass es nicht das ist halt eigentlich null aussagend für die ganze Reihe. Ja, ganze das ist Reihe. Einfach ein weiterer Guess. Also, Pokémon mit einem gewissen Schweif einfach, ne? Also, Morpeko hat doch nicht, ist ja ein Hamster eigentlich auf der Basis. Also, wenn ich jetzt davor nicht Pachirisu gesagt hätte, würde ich jetzt Pachirisu sagen, aufgrund von dem langen Schweif. Also wenn man von langen Schweif bei so Elektronager spricht, dann würde mir als erstes natürlich Raichu in den Sinn kommen. Aber Raichu sehe ich nicht bei, oh, es hat seine Ladung falsch eingeschätzt und verkohlt jetzt die Beeren. das sehe ich nicht. Also kann natürlich sein, aber halte ich für unwahrscheinlicher, weil das klingt mir zu unbeholfen für Raichu. Ansonsten, Pichu hat einen längeren Schweif als Morpeko. Das muss man faktisch sagen. Ja.
könnte auch Togedemaru sein, aber ich dann würde was sicherlich ist, kann halt sein, dass der Name noch kommt mit seinen Stacheln dazustehen. Mhm. Weil das ja so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Paro hat haben, zu wenig Schweif. Das haben sie ja nicht ich. Immer, ne? Die Einträge, dass sie nur um das gehen. Naja, ja, klar, oft immer zwei verschiedene. Ja, ja, es kann halt gut sein, dass noch der letzte kommt und dann geht es um die Stacheln. Also ich überlege halt gerade, weil wenn es fährt in Blitz hinein, klingt halt auch nach Blitzfänger wieder so ein bisschen vielleicht von der Fähigkeit her. Aha. Würde auch aufgehen. Bleibe mental aber trotzdem bei den Elektronagern. Hier, Den hätte von hat glaube ich auch wieder einen längeren Schweif, das würde also auch passen. Jetzt halt, ich bleib dabei, dass es einer der Elektronager ist, aber ich weiß halt nicht welcher. Das ist sagt extrem schwierig. Pichu hat halt nicht wirklich einen Schweif. Der ist halt sehr kurz. Deswegen weiß ich nicht, ob es Pichu ist. Ich würde jetzt einfach mal. Gehe ich mit Deden? Ich glaube, ich gehe mit Deden. Okay, du gehst mit Deden und Deden ist falsch. Okay. Dann kommt jetzt der letzte Hinweis. Wenn sich mehrere dieser Pokémon versammeln, kann ihre geballte Energie Blitzgewitter erzeugen. Ey, diese es gibt mir alles nichts Neues dazu. Ja, ich sehe mich schon, das ist halt keine 50-50, das ist halt eine, du hast eine Chance, eins von den vielen Elektro-Pokémon zu treffen, die es existiert. Das ist echt schwierig. Verkohlte Beere klingt für mich halt immer noch so sehr nicht nach einem Reitschuh. Auch wenn die anderen beiden sprechen für mich für Reitschuh gerade, von der Art her. Wenn sich mehrere dieser Pokémon versammeln, kann ihre geballte Energie Blitzgewitter erzeugen. Boah, das ist halt einfach ein reiner Guess. Das kann halt alles sein. Das ist so, ich schwanke gerade zwischen. Also ich finde für Pichu klingt das so krass. Aber es kann halt trotzdem Pichu sein, aber Pichu hat keinen wirklichen Schweif. Der hat so ein Dreieck. Hinten da einmal am Hintern kleben. Sehe ich, ja. Wenn du einen richtigen Schweif hast, hast du halt Togedemaru viel mehr mit dabei. Mhm. Togedemaru hat ja einen richtigen Schweif. Hat auch Blitzfinger als Fähigkeit, was wieder zu dem ganzen Ding passen würde. Mhm. Fun Fact: hat Reitschuh auch. das heißt, es könnte jetzt auch Voltenso sein. Also, ne? Möglich. Nicht ausgeschlossen. Voltenso halte ich für unwahrscheinlich in dem Kontext. Ich bin auch ehrlich, ich weiß gar nicht, hat Voltenso überhaupt einen Schweif? Richtig? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß gar nicht, ob es nur das Haar ist, dieses. Das kann sein, dass so es. Nee, das hat schon einen Schweif, aber einen dünnen Schweif. Nicht so okay. Aber es klingt halt schon nach einem längeren Schweif irgendwie. Also, wenn man sagt, wenn es den Schwanz nach oben streckt, muss es ja schon ein gutes Stück nach oben sein. Also, ich schwanke gerade zwischen Togedemaru und Reitschuh. Okay. Wie gesagt, ich vermute Naga. Nur durchgehen, für mich selber auch, ne? Mhm. Pichu, Pikachu, Raichu. Kann auch Pikachu dann sein, aber ich glaube, den hätte man schon mal gehört. Weiß ich, könnte auch Pikachu, das ist schwierig. Pichu hat keinen so langen Schweif, das würde ich dann ausschließen an der Stelle. Also, vielleicht ist es auch das, aber das ist einfach. I don't know. Plusminon haben keinen langen Schweif. Pachigusa habe ich schon gesagt. Mhm. Emolga hat, glaube ich, auch keinen langen Schweif und fliegt. Also letzteres schließt nichts aus, aber. Ja, wollte gerade sagen. Ja. Dann kommt Deden, ja, habe ich schon gesagt. Dann kommt Togedemaru, das ist immer noch auf der Liste. Morpeko hat keinen Schweif, keinen großen. Und Pamo auch nicht, und die habe ich schon. Ach doch, schon. Zumindest. Die haben einen Schweif. Die haben aber keinen langen Schweif. Also, weil, wenn da steht, streckt deinen Schwanz nach oben, um seine Umgebung zu prüfen. Dann klingt das irgendwie so, weiß ich nicht. Könnte auch mit Fell zu tun haben, natürlich, wie Wind und so. Seinen Schwanz auf seine Umgebung zu prüfen. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden zum Nachdenken. Aber dann will ich eine Antwort hören. Ich muss eine Münze werfen. Ich weiß nicht, ob ich Reitschuh oder Togedemaru sagen soll. Ich werde da sitzen im Schicksal. So, Coinflip.
Sagen ich, Zahl ist, Raichu, Kopf ist, Todemaru. Kommt okay. Mal, was kommt. Okay, ist Raichu, sag ich. Er ist Raichu? Mhm. Und Raichu ist falsch. Falsch. Okay. Das ist Todemaru so, gewesen. Elektronaga war richtig. Okay. Das ist ein riesiges Feld. Morpeko. Wäre falsch gewesen. Okay, wäre falsch gewesen. Mhm. Pichu. Wäre auch falsch gewesen. Mhm. Emolga. Wäre auf jeden Fall falsch gewesen. Die Plusl-Reihe und Minun auch. Mhm. Ja. Togedemaru wäre auch falsch gewesen. Wäre Pikachu gewesen? Es wäre Pikachu gewesen, tatsächlich. Okay. Ich habe extra die kniffligen Einträge genommen, die nicht heißen, es sammelt Energie in seinen Backentaschen. Aber auch dann hätte es Raichu sein können. Es hätte auch wieder die Elektronaga sein können, aber dann wäre man vielleicht eher noch... Ja, okay, das war halt legitim ein Eintrag. Und der zweite hat nur gesagt, das hat einen Schweif. Und dann kann das ungefähr alles sein. Ja. Also, aber muss ja auch ein bisschen schwierig sein, ne? Ja. Ein bisschen Spice. Ich hätte doch tendenziell gedacht, dass man vielleicht nicht Pikachu nimmt, weil Pikachu halt so der obvious call ist. Genau deswegen habe ich ihn genommen. Ah, so Mindgames, so Doppeldreifer. Ich dachte mir so, oh, jetzt bin ich fies und nehme genau den. Ja. Ja. Aber trotzdem, wir sind bei 8 von 9, also würde ich sagen, jetzt kommt die finale Spezialrunde. Und du hast jetzt halt in der letzten Runde die Chance, 9 daraus zu machen und damit dann insgesamt 27 Euro für den guten Zweck zu spenden. Allerdings hat die letzte Runde einen Twist, denn ich werde dir wieder 3 Einträge sagen. Allerdings sind die von 3 verschiedenen Pokémon. Okay. Es ist nämlich eine Entwicklungsreihe, die gesucht wird. Und demnach, erster Eintrag, Basis-Pokémon. Zweiter Eintrag, erste Entwicklung. Dritter Eintrag, zweite Entwicklung. Mhm. Und die werde ich dir jetzt der Reihe nach aufsagen. Und du kannst herausfinden, welche Entwicklungsreihe gesucht wird. Okay. So, dann fangen wir doch mal an mit Nummer 1. Da es grundlos angreift und nicht zwischen Freund oder Feind unterscheidet, ist es sehr gefährlich. Okay, also das ist jetzt die Basisstufe. Das ist die Basisstufe. Und das ist ein Pokémon mit 3 Entwicklungsstufen. Nicht Mega-Entwicklung, nicht irgendwas anderes, sondern es ist einfach eine normale Entwicklungsreihe. Genau. Okay. Und du hast die Entwicklungsreihe einfach, genau, oder? Genau, die Entwicklungsreihe. Also sobald du eins davon weißt, hast du ja automatisch die Entwicklungsreihe. Okay. Da es grundlos angreift und nicht zwischen Freund oder Feind unterscheidet, ist es sehr gefährlich. Quasi wie ich, wenn ich meinen ersten Kaffee noch nicht hatte. grundlos angreifen, nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein... Also wäre das eine Entwicklungsreihe für dich, wenn du sagst, du hast sowas wie... Geht in dem Fall nicht. Rabautz, Kikli und Nocturne. Oder wäre das dann für dich gesplittet? Frag mal aus Interesse. Ich hab's ja schon gesagt. Ich hab's ja eigentlich schon richtig gesagt. Also, du hast Entwicklungsstufe Basisstufe 1, Entwicklungsstufe 2. Ja, gut, ja. Das hätte ich mit hinkriegen können, ja. Boah, Basisstufe mit der Information. Das heißt aber, dass schon die Basisstufe eher offensiv ist und nicht so. Ich verpiss mich, sondern. Ich hau drauf. Erster Gedanke natürlich mehr Hollow. Ne, weil. Aber nicht zwischen Freund und Feind unterscheidend. Also es klingt jetzt entweder nach einem Kampf-Pokémon für mich. Vielleicht Unlicht, ne? Weil Unlicht ja ganz oft ist ja im Japanischen der Schurkentyp mehr oder weniger. Ja. Das würde passen. Geist könnte ich mir noch vorstellen. Das ist so ein bisschen natürlich so ein bisschen auf Kameradenschwein oder halt so Vögel, die halt eben schon von klein auf eher vielleicht ihr Nest verteidigen. Gibt auf jeden Fall sehr viel Auswahl. Ja. Grundlos angreift. Grundlos. Aber sehe ich halt bei sowas wie jetzt Praktibalk oder Macholu nicht, weil die ja auch als Bauarbeiter eingesetzt werden teilweise in den Spielen. Ja.
Das heißt, es wäre ein bisschen sinnlos, wenn die random einfach Leute angreifen würden. Naja. Pokémon sind Pokémon, das sind immer wilde, wilde Biester. Mhm. Hm. Fällt aber gerade auch nicht wirklich was Besseres ein. Vögel. Schalbini hat halt nur eine Entwicklungsstufe, deswegen würde das rausfallen. Das würde ich halt da sehen in dem Verhalten. Mhm. Taubsi glaube ich nicht, dass es ist. Habitat hat auch nur eine Entwicklung. Kommt los. Man versucht sich gerade an die Later Gens, so Dreierentwicklungsreihen, zu entsinnen. Also alles von 6 aufwärts. Ja. Ist gerade ein bisschen schwierig. Aber grundlos angreifen ist halt schon. Überleg dir mal eins, wo du in die Richtung am ehesten noch gehen könntest. Du weißt ja noch 2 weitere Optionen, ne? Das muss man dazu sagen. Ja. Da kann es auch leichter werden. Ja, es gibt natürlich immer mehr Informationen dann, ne? Muss man auch sagen. Fällt nicht wirklich viel ein, was jetzt eine dreistufige Entwicklung ist und wo das Basis-Pokémon schon so aggressiv sein soll. Das ist halt tatsächlich relativ außergewöhnlich, finde ich. Ja. Klingt halt so, als würde es sich irgendwie so, wenn es so grundlos Freund oder Feind angreift, klingt das so ein bisschen nach, yo, ich will meine Kräfte messen mit irgendwem, das ist mir egal, mit wem. Vielleicht doch so ungezählt. Ich sag mal Holo, auch wenn ich gesagt habe, unwahrscheinlicher, aber es mir fällt gerade nicht hinein. Holo ist dein Guess? Dann sag ich, Macholo ist falsch. Das hab ich mir schon gedacht. Dann schauen wir doch mal, was die Weiterentwicklung sagt. Mhm. In ganz seltenen Fällen beruhigt sich dieses sehr jähzornige Pokémon und ist für einen Moment friedlich. Ah, ich hab eine Idee. Okay. Das könnte natürlich jetzt richtig gemein sein, weil das Pokémon erst vor kurzem eine Entwicklung bekommen hat. Okay. Und zwar die Mankey-Rasaf Epitaph-Reihe. Aha. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil Mankey ist so ein Pokémon, wo ich mir vorstellen könnte, dass es random irgendwelche Leute angreift, das wird so in die Lore reinpassen. und es ist so die erste Stufe, jähzorniges Pokémon, das im Prinzip durchgehend Leute angreift, aber dann vielleicht mal zwischendrin nochmal entspannt ist. Und dass man eben, vor allem ist es deswegen tricky, wenn man vielleicht nicht drauf kommt, dass Epitaph existiert. Also, das nicht im Kopf hat direkt. Deswegen würde ich an der Stelle einfach mal Rasaf sagen. Gehst du für Rasaf? Ja. Du meinst, Rasaf ist irgendwann mal friedlich? Ja, aber es ist nie zunächst Pokémon, das ist in seltenen Fällen. Soll vorkommen. Es ist aber falsch. Okay, es ist falsch. Gut. Zumindest vor einer Generation war es doch falsch. Denn mit seinem dritten Eintrag, den er jetzt hat, in Karmesin und Purpur bekommen hat, heißt es, es leitet den geballten Zorn, den es tief im Herzen trägt, in seine Fäuste. Wenn es zuschlägt, erschüttert es seinen Gegner bis ins Mark. Und das ist der Eintrag von Epitaph. Damit hast du natürlich richtig. Es war so dieser Moment so, shit, das hat ja die Entwicklung bekommen. Shit, und das bitte passen. Deswegen wollte ich unbedingt so eins reinpacken, was eine neue Entwicklung bekommen hat. Ja, ich habe so überlegt, so, boah, cool. nehmen wir Epitaph, den finde ich cool. Ich mag auch den anderen Eintrag von dem. Oh. Aber da wäre es dann zu einfach gewesen. Ja, das passt aber ganz gut, weil die erste Stufe war schon relativ aggressiv. Ja. Für eine Basisstufe. Und das haben dann tendenziell, das ist mir aufgefallen, eher so die Pokémon, die eine zweistufige Entwicklung haben. Mhm. Also wo man jetzt sagt, so, man hat so Sneebel, Sneebuna. Man hat vielleicht, das hatte ich vorhin noch im Kopf gehabt, Schalbini, Schwalbos. Ja. Die haben halt 2 Stufen und da passt das irgendwie. Sie sind näher am Ende der Evolution schon, dann sind sie vielleicht da schon eher aggressiv. Mal, ansonsten bei so 3 Stufen sind die ersten Stufen, selbst wenn du halt irgendwie einen Kindwurm nimmst, das ist jetzt auch nicht mega aggressiv oder sowas. Ja. Oder hier in Lavita, die sind ja auch eher scheu. Die kleinsten Formen. Und dabei den zweistufigen, ehrlich, da das ursprüngliche zweistufige Form war, würde das sehr viel Sinn ergeben, sodass es so ein, damals schon so, ja, passt besser als die anderen. Deswegen, ja, es kam ja mit dem zweiten Eintrag so, ich weiß auch gar nicht, was es gemacht hat, aber es war so, das hat auch eine Entwicklung bekommen, das wäre sehr tricky halt von dir. Es ist halt auch schön bei Mankey, ist halt wirklich jeder Eintrag, dass es irgendwie aggressiv ist. Also, ob es jetzt von wegen, es lebt mit seinen Arken aus dem Baumkronen,
wenn eins von ihnen wütend werden, werden alle wütend so. Oder wenn Mankey sich schüttelt und schwer durch die Nase atmet, dann ist es wütend. Also es wird schon sauer, wenn es nur falsch durch die Nase atmet. Sehr leicht reizbar. Es ist sehr, sehr leicht reizbar, ja. Na gut, naja, aber das war tricky, das war tricky. Also, war ich habe auch gerade nicht an Epitaph gedacht, ganz cool, also am Anfang. Deswegen habe ich auch am Anfang nicht an Mankey. Deswegen habe ich auch am Anfang eben gemeint, so, wo du gefragt hast, ob hier Pokémon aus der neuen Gen dabei sind, habe ich auch gemeint, das wirst du dann schon sehen. Deswegen. Es war auch eher die Frage, ob sie es sein können, also ob du sie theoretisch konzentriert hast. Also, übrigens, Fun Fact, alle Pokémon sind in der neuen Generation noch vorhanden. Alle, die aufgezählt wurden. Ah, okay. Mhm. Aber ja, damit hast du 9 von 10 richtig gehabt. Nur Pikachu, der Endgegner von allem. Nicht umsonst. War auch gemein, die Frage. Nicht umsonst konnte Ash mit Pikachu Champ werden. Ne? Es hat schon seinen Grund. Einfach von der Elektromaus besiegt. Einfach von der Elektromaus. Die Elektro vernichtet. Hat gewonnen. Aber trotzdem, das heißt, durch dich kommen 27 Euro für den guten Zweck an die Spendenanstalt und damit an Tiere und deren Besitzer in Not. Ne? Also, nice. Das ist doch was Gutes. Da freue ich mich. Da kann man sich auf jeden Fall freuen. Und Leute, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne ein Like da oder ein Abo, wie man so schön sagt. Macht doch auch was Gutes. Nutzt den ersten Link in der Videobeschreibung und spendet doch auch was. Muss nicht viel sein. Es kann auch ein Euro sein. Es ist cool. Man kriegt jede Kleinigkeit zählt. Jede Kleinigkeit zählt. Man kriegt sogar eine Spendenbescheinigung. Also kann man sogar von der Steuer abziehen. Ne? Also da geht ganz viel. Und wenn ihr noch mehr von Mo hören wollt, dann schaut bei ihm auf jeden Fall auf Twitch vorbei und auf YouTube. Da kommen immer wieder neue Sachen. Und dann könnt ihr ihm zuhören, wie er mit seinen Freunden mit Pinguin spielt oder zeigt, wie man in Skyrim der krasseste Stealth-Master wird und vieles oder mehr. Oder auch nicht. Und, how to not stealth in Skyrim. So ungefähr. Genau so. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video und bis bald. Danke nochmal für die Einladung. Ja, gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich vorher nicht wusste, was es ist. Ja, ich meine, 9 von 10 ist eine gute Quote. Ja, ich sag, ich kann schon ärgert mich ein bisschen, aber da hätte auch alles sein können. Schlimm. Ja, aber nee, vielen Dank für die Einladung. Ja, hat mich auch sehr Spaß gefreut. Gemacht. Und gerne wieder, wenn nochmal was sein sollte, sag Bescheid. Gerne. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder und bis bald. Tschüss. Ciao.